Hey ho und willkommen zurück zu Tobi Talk Tomb Raider Unfinished Business. Wir sind drin in der 15 und zum Ende der 14, da wissen wir ja, wir müssen ja erstmal hochklettern, irgendwie hochkraxeln, versuchen. Aber ich glaube, wenn ich da den Schlitz erreiche, da oben, ich sehe es ja schon, das siehst du ja auch schon, dann wiederum purzel ich doch direkt hier unten rein in die Stacheln, weil das ist zu schräg hier, wenn ich mich da fallen lasse, hinten am Spalt dann eben. Müssen wir mal probieren. Ich glaube, ich kann hier schon hoch. Ja, das sollte reichen. Oder wie sonst? Wie ist das sonst gedacht, ey? Ich habe mir hier noch überhaupt nicht eingezockt. Okay, die Lara, die kommt da auch gar nicht ran. Alles klar. Da muss es doch noch einen anderen Weg geben, eine andere Möglichkeit geben, da irgendwie hochzukommen. Mal gucken. Ich werde noch mal durchlatschen. Warte mal, ich muss jetzt hier auch aufpassen, welche Taste ich drücke. Nicht, dass ich eine Rolle mache, da vorne raufrolle und dann in die Stacheln hineinschlittere. Das möchte ich gar nicht. Sondern ich möchte mich einfach hier bloß mal durchwienern. Durchwurseln. Ey, da ist ein Hebel. Haben wir den schon gezogen gehabt? Ja, den hatten wir schon gezogen gehabt. Das ist ja die Speedrun-Action daneben unten gewesen, im Wasser drin. Ich wollte aber immer noch hier hoch. Und ich habe weiter vorn auch noch ein Dings liegen lassen, möchte mein Medkit, ne? So ist mir doch. Warte mal, muss ich hier direkt ranspringen jetzt an der Kante? Aber da zieht mir wieder was ab. Vielleicht ja nicht in der Ecke. Müssen wir probieren. Nee, da zieht gar nichts ab in der Ecke. Okay, da darfst du entspringen. Alles klar. Moon hier mitnehmen. Natürlich doch. Und dann komme ich hier schon am Spalt ran oder komme ich hier mit dem Klotz schon ein bisschen was höher? Mal gucken, wie das hier oben aussieht. Weil echt mal, ich habe mich hier überhaupt nicht eingezockt gehabt. Das nicht. Da muss ich jetzt aufpassen. Da muss ich auch wieder aufpassen, dass ich nicht zu hibbelig, flippelig auf dem linken Stick bin, ey. Mit dem Daumen. Ratzifatzi hänge ich unten wieder drin in den Stacheln. Ey, ich bete hier vor so einer Aufnahme. Ist ja jetzt komplett neue Aufnahme für mich. Boah. Fuck. Ich wollte eigentlich oben versuchen ranzukommen. Ich probier's mal normal. Das sah mir so aus, als könnte man das schaffen. Da bete ich schon immer, dass ich da nicht so viel drin verdrömel, nicht so viel drin verkacke. Das gibt richtige Ritual dann eben schon vor so einer Aufnahme dann. Oh Mann. Yes, das klappt sogar, okay. Und komme ich hier weiter hoch? Nee, okay. Wir müssen aber da nach wie vor in die Tür hier nebenan rein. Aber hinter mir mal checken. Oh ja, hinter mir geht's. Okay, das sehe ich schon. Okay. Da ist Klotz, da kannst du draufstehen. Dann machen wir das doch. Einfach bloß gerade rüber. Bist du richtig ausgerichtet, Schlache? Die hatten oben zwischen Haare. Da hat sie doch so einen Scheitel. Und das ist immer wie wenn so eine Zielvorrichtung, weißt du, vorne, wenn sie so hoch schaut, da geht da so ein V in der Mitte runter und daran orientiere ich mich dann eben. Wenn du einmal Luckentaste drückst, dann guckt sie gerade aus und genau in diese Richtung, dann springt sie auch. Und echt, das ist wie Zielvorrichtung bei ihr, das ist so prima. Damals schon immer genutzt, diese Spalte. Mann. So, wie machen wir das hier? Da runterrutschen, dann springen oder von hier ran? Ich glaube, von hier komme ich gar nicht ran. Wir machen erstmal auf Sicherheit, würde meinen. Hier oben. Wir haben ja hier Möglichkeit daneben dazu. Hier vor der Aufnahme, da habe ich hier einen zweiten Spielstand schon unter den hier oben, unter der 38. Speicherung daneben schon angelegt gehabt. Das ist die 39. logischerweise dann. Ist halt eben für die neue Aufnahme jetzt hier, dass ich da auch immer wieder hin zurückspringen kann, wenn jetzt die Aufnahme komplett verkackt, wenn irgendwie OBS wieder Fehler schmeißt oder so. Das doch. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht da rückwärts runterrutsche. Ansonsten ist alles klar. Also ein bisschen was schräg nach vorn springen. So etwa. Okay. Ja, das geht so nicht. Okay. Du kommst da nicht ran. Ich hatte da auch keine Möglichkeit, dich da ranzukommen. Ey, also wie auch immer man da hoch soll. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben ja oben gespeichert, Gott sei Dank. Wir waren ja diesmal nicht so drömelig. Warte mal, ich komme die Kante hier noch hoch. Vielleicht hilft die mir ein bisschen was weiter. Wenn denn die Lara da rankommt, ich probier's mal. Oh ja, das geht. Oh, cool. Das ist gut. Ey, sogar hier oben noch was versteckt, weißt. Mann. Von hier aus rüber sind da drei? Das sind drei. Und die Kante drüben, die geht ein bisschen was weiter tiefer als die, auf die wir gerade stehen.
Ich könnte es probieren, rüberzukommen. Ich habe gesehen, hier auf der rechten Seite, da geht's auch noch raus. Für uns dann, da kommst du regulär wahrscheinlich wieder zurück dann. Aber ich möchte ja sehen, was da vorne los ist, lieben Kern. Ich denke mal, da geht's weiter, oder? Für uns dann. Wir probieren mal. Sollte passen. So, passt sogar. Cool. Das ist mega. Ah, ich bin hier wieder da, wo diese Driesen-Medkit liegt, glaube ich, hier um die Ecke, ne? Oder? Oder über uns? Ich weiß das nicht genau, aber sieht mir ziemlich genau danach aus. Auf jeden Fall. Reicht hier ein einfacher Sprung? Nee, das reicht so nicht. Muss ich hier an der Kante noch ein bisschen ran. Nicht direkt gegenspringen vielleicht. Und dann reinziehen. Reinziehen brauche ich auch nicht unbedingt. Ich glaube, das reicht so. Yes! Genau richtig gelegen. Cool, ey. Wie cool, dass ich mich daran noch entsinne. Die Aufnahme zuvor, da wo, ja, die dann eben mit der 14 geendet ist, die liegt ein bisschen weiter zurück. Ging auch nochmal gut. Prima gut. Das Beten hilft, glaube. Und da wusste ich nicht mehr ganz genau, wo diese Dresen-Medkit liegt, aber dass ich mich daran zurückentsinnen kann, dass das der Raum hier war, das ist schon mega, mega prima. Das ist echt schon mega prima. Oh ja. Also gerade für meine Verhältnisse daneben auch. Da liegt auch noch ein Mungon, aber sieht nicht so aus, als würde ich da jetzt rankommen. Da musst du wahrscheinlich von der anderen Seite dann ran. Ich möchte es auch nicht riskieren. Es sieht mir so aus, als könntest du da noch niemand drin stehen. Das ist zu tief daneben für die Lava. Die Deckenhöhe da drin. Da ist wahrscheinlich nur ein Troll, oder? Warte mal, ich möchte es doch mal probieren. Wir können ja nochmal speichern. Ich hoffe, es gibt hier kein Limit an Speicherung, dass bei 100 hier Feierabend ist. Ich hoffe auch, dieses Level hier, die Welt, da hier, ja, das Level, ist ja schon richtig gesagt. Das ist ja bald vorbei, weil dann gibt es nur noch eine. Dann gibt es nur noch ein Level, was hier drauf folgt. Und habe ich das abgeschlossen? Haben wir das abgeschlossen? Oh doch, die Lara, die kann hier stehen, ey, cool. Dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Cool, oder? Ich find's cool. So, da hinten rutscht sie runter. Da kannst du aber dann schnell springen, wenn du pfiffig bist. Aber ich glaube, ich komme hier auch wieder hoch, ne? Ja. Okay, hier ist nichts verloren gewesen. Gott sei Dank, ey. Okay, da kann ich dann da wieder rein. Ich glaube, da bin ich rausgekommen, oder? Bin ich da nicht rausgekommen? Und dann doch hier runtergeplumpst? Möchte meinen? Also abspringen und festhalten dann von hier aus. Okay, probieren wir. Ganz genau so. Wo bin ich hier? Bin ich hier Hauptraum wieder? Ja, ich bin hier Hauptraum wieder, okay. Wo sollten jetzt für mich hier weitergehen? Ey, jetzt steh ich auf den Schlauch. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, wo ich hier noch hin soll. Ich dachte, eventuell geht's da drinnen weiter für mich, aber ja, Pustekuchen irgendwie, ne? Ist nicht. Warte mal, hier hinten? Gab es hier noch ein Türchen? Oder eine Fallluke oder sowas? Nee, auch nicht. Okay. Alles klar. Da vorne sind wir ja rausgekommen, das weiß ich immer noch. Aber wir können hier noch klettern. Stimmt, hier oben. Da können wir noch probieren, hinzukommen. Bloß das hättest du ja auch von Anfang an daneben tun können, oder? Da versuchen hochzukommen. Pass auf, und da oben ist irgendwo Ziel dann. Also war das ganze Geplänkel hier unten quasi, na, nicht ganz umsonst. Ich hab, na, doch, doch, doch. Ich glaube, ich habe mehr verdrömelt, als ich gut gemacht habe. Dadurch, durch die Wege hier unten dann. Also, ich meine, mit eingesackt habe an Moon und an Medkits vor allem. Da stehe ich jetzt weitaus schlechter da, glaube momentan. Als wie Eingang des Levels dann eben, wo wir damals hier betreten haben in der Folge. Zuvor mal. Mann, Mann, Mann. So, die Lara, die kann da nicht stehen und sie rutscht dann unten gegen eine Kugel gegen, wenn das jetzt nicht hinhauen sollte mit dem Sprung. Was nützt mir das, da hochzukommen? Ey, nicht zurück. Ich will weiter gucken, Lara. Da kommst du ja auch nicht unbedingt weiter, selbst wenn ich auf die braunen Säulen hier raufkomme, hier drüben. Ah, kacke, kacke. Wo geht's hier weiter, ey? Hätte ich von oben gleich rüber sollen? Nee, ging ja auch nicht. Ich weiß aber, da oben, da lag auch noch was drauf, ne? Das haben wir doch von da oben, wenn wir uns zurückentsinnen, als ich da oben auf war und die Flatterviecher kamen, da habe ich doch schon erspähen können, dass da oben irgendwie ein Medkit liegt oder so. Ist mir da nicht so?
weiß das jetzt nicht genau. Kann aber sein, dass ich da irgendwo einen Abzweig auch übersehen habe, hier in dem Raum dann, vorn. Heißt nochmal runter oder was? Ins Wasser? Nein. Ja, scheinbar. Scheinbar eventuell. Oder unten waren ja zwei Hebel drinne, glaube ich. Und ja, mal gucken, wo der andere hingeführt hat daneben. Was der andere gemacht hat, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Oh, das hat ein bisschen was abgezogen. Von der Energy. Aber nicht viel, glaube. Hier hinten dann weiter. Waren wir hier schon, ey? Ich weiß das. Ey, da ist Strömung. Ich komme gar nicht an das Tor vorne ran. Irgendwie ist hier Strömung, glaube ich, drauf. Okay. Vielleicht öffnet ja der erste Hebel hier dann diese Türchen. Hört sich so an. Ja. Und lagern weiter, okay. Amun liegt hier bloß noch. Jetzt, ja, ich wollte sagen, jetzt geht's zu und du kriegst hier keine Luft mehr, oder was? Ah, doch, bleibt offen. Okay, okay. Auch nur Moon hier drin. Warum? Wo soll ich denn hier hin, ey? Nochmal eine Ehrenrunde drehen? Ja, ich muss ja. Was bleibt denn mir da andere übrig mit? Hier eventuell. Oh na, nö. Das ist auch dichter. Hä? Ich sehe hier schon nicht mehr durch. Wo ich jetzt hin soll? Wo ich was übersehen haben soll, das weiß ich auch nicht mehr. Tut mir leid, ey. Oh Mann. Warte mal, hier könnte ich eventuell drauf stehen. Mal gucken. Und dann doch mal hier weiter versuchen. Irgendwie. Da kommst du auch noch hoch, okay. Lass mal probieren hier vorn. Na, vorwärts, Lara. So. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Vielleicht eventuell. Oh, Hebel, cool. Ist der ist schon unten. Was hat denn der ausgelöst gerade? Mal gucken. Nicht? Okay. Da lag, glaube ich, die Moon rum vorhin. Diese Schrottgun-Shells. Hast du auch gut gesagt. Ah, sonst ist hier noch nichts, ey. Merkwürdig, merkwürdig. Oben drin waren wir, glaube ich. Da kommst du ja wieder raus, dann regulär. Aber wo sollst du hier hin, ey? Da? Nee, da sind wir raus. Okay. Was war hier dann los? Ach, da sind wir gar nicht rangekommen. Doch, da sind wir rangekommen. Aber da wurdest du auch zurück, sondern dann eben zum Hauptraum hingeleitet, möchte man. Da! Boah, konnte sie doch noch greifen, okay. Ja, ist der Hauptraum. Eventuell da drüben rein. Aber da bin ich doch hergekommen. Hä? Komisch, komisch hier. Ich möchte sagen, hier drüben bin ich doch hergekommen, oder? Ja, von unten daneben, von unten. Wir haben ja die Riesenrunde gedreht. Unten Wasser durch und dann über die Spikes. Also was hier drin tun? Hier muss es einen Hebel geben, der irgendwie eine andere Türchen öffnet. Ha. Oder aber hier zurück. Und da irgendwie was übersehen, oder was? Hier drinnen? Boah, ich weiß das nicht. Ich stehe jetzt hier echt auf dem Schlauch. Da tut mir leid, ey. Oh Mann. Mal gucken. Ich versuche mich mal zurück zu entsinnen, wenn ich hier alte Orte daneben wieder aufsuche. Was hier los gewesen ist für mich. Ja, das ist immer die Kacke, wenn du so eine riesen ellenlange Pause drin hast. Von 3-4 Wochen. In so einer Aufnahme. Da sich dann erstmal zurück entsinnen. An das, was war. Mann, Mann, Mann. Oder Monate gar. Die Folgen, die kamen ja noch viel früher. Das stimmt, glaube ich. Ja, ja. Na, nee, ne? Monate nicht. So weit ist es da nicht.
Aber ich habe immer noch die Magnums. Okay, aufpassen damit, dass ich nicht zu viel Moon verbratze. Warte mal, hinter so einer Tür, da kann ich auch noch was lauern. Kommst du hier durch? Nee. Dachte schon, die Türchen hier, die hätten keine Kollision und dann kannst du da mal ebenso durch. Aber nee, ist nicht. Also wenn dahinter weitergehen würde und keine direkte Wand dahinter ist. Das ist gut hier, ey. Kann ja überall weitergehen und das... Ey, cool. Doch noch was übersehen hier, ich Drömel. Ey, was gut, dass ich so drömelig bin auch. Da können wir hier immer noch schön was einsacken, ey. Da war auch Wunder gedacht, wie hart das Level ist. Ich hab bloß zu viel übersehen, glaube ich gerade, ey. Oh Mann. Das ist auch nicht übel. Ja, wo kann man den Klotz hier ziehen? Der sieht so komisch aus. Nee, okay. Das geht auch nicht. Drinnen war nichts. Ich check mal lieber noch. Vielleicht oben in der Decke irgendwie ein Spalt, aber ist ja nicht. Ja, wohin? Mal schauen. Oben Türchen? Ich glaube, da Türchen dann da, wo diese Shotgun-Shells hintergelegen haben. Möchte meinen. Und hier bin ich ja hoch. Regulär. Wie bin ich denn hier in den Raum reingekommen damals? Hier rüber. Glaube, ach nee, hier nebenan, oder was? Ja, ganz genau hier. Und wir waren in diese Becken noch nicht drin, oder? Oder doch? Habe ich hier schon reingeguckt? Warte mal, ich guck mal. Kommt mir zumindest nicht bekannt vor hier unten. Boah, ist das riesig hier auch? Okay, nee, ich glaube, das haben wir so noch nicht gesehen hier. Alrighty. Scheint das wohl der Weg zu sein. The way. Okay, wo auch immer das ist. Ja, das ist hier auch riesig, hier unten. Da gibt es noch einige zu erkunden. Ach, cool. Muss aber so langsam an das Auftauchen denken auch. Wird mir mulmig wieder im Bauch hier drin. Ach du Scheiße, Auftauchen ist gut gesagt. Ah, da, okay. Mann. Aber scheint hier unten weiterzugehen für uns dann? Cool. Okay. Ja, da hatte ich hier komplett vergessen, dieses Riesenbecken dann. Weil runtergeguckt hatten wir hier schon mal. Und da hatte ich ja angenommen, das kommt mir jetzt auch wieder in den Sinn. Da hatte ich ja angenommen, das wäre eine ältere Region, die jetzt einfach bloß geflutet wurde. Weil mir das hier ziemlich bekannt aussah mit den Schrägen und den Löchern da drin, auch den eckigen. Also das Ding hier vielmehr. Dieser Teil. Aber gut. Okay, ich schwimme mal, ich tauche mal noch ein bisschen was rum hier. Nicht, dass hier doch noch irgendwo ein Medkit rumliegt. Aber jede einzelne Ecke möchte ich hier auch nicht absuchen. Okay, vorne ist dann Türchen schon gesehen. Hier war Hebel. Hinten drin vielleicht? Nö. Na doch, da ist ein zweiter Hebel noch, okay. Komm schon, Lara! Jetzt zieht so langsam Energie. Nee, tut's nicht. Oh, letzte Sekunde, oder? Mann. Nicht übel. Ja, gute Frage, welchen Hebel ich hier gezogen habe. Ich glaube, dich hier hinten habe ich nicht gezogen, oder? Nee, hier war gar keiner. Okay. Dann habe ich dich wahrscheinlich gezogen und aber dich nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der hier, der ist das, den ich nicht gezogen habe. Ich glaube, dieser hier. Was macht der? Der macht nichts. Wahrscheinlich, weil der Türchen schon offen war. Warte mal, ich probiere mal den hier nochmal. Ah, da ist Kamera-Action. Ja, sagt dir keiner, was dieser rechte Hebel da macht. Das ist komisch merkwürdig. Wahrscheinlich Secret irgendwo aufgegangen und du musst suchen, du musst es wissen. Oh Mann. Gut, gut.
gut, wir machen aber mal weiter hier, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier in dieser Folge, wow, die auch schon vorbei ist, oder was? Ist doch nicht wahr. Da habe ich ja schon gut was an Medkits wieder eingesackt. An kleineren, aber dennoch. Cool, cool. Was ist das da für ein Knubbel in der Wand? Gewesen hier vorn? Ach so, Türchen ist das. Komischer Grafikfehler an der Tür. Oder? Was ist denn hier los? Das sind alles Türen hier, glaube ich. Das Secret! Ich muss hier raus! Ich hab Schiss, dass die Türen hier alle zugehen, sobald ich was einsacke. Weil dann stehst du erstmal da mit Windemar, ey. Mann. Okay. Aber ich mache hier erstmal Feierabend für die 15 dann hier. Würde meinen, ich paddel derweil hier noch ein bisschen was rum. Hier drin. Plansche noch ein bisschen. Wir sehen uns dann in der 16 natürlich genau hier an diesem Punkt wieder. Und ich spoil mir da unten jetzt auch nichts. Also ich lasse die Lara hier einfach ein bisschen was schwimmen und trinke noch was. Und dann wird für mich die 16 schon anstehen. Ja, aber für die 15, da war das hier erstmal. Ich hoffe, du hattest auch hier wieder Spaß mit dieser Folge daneben aus Tomb Raider. Unfinished Business hier raus. Das Level, das kann nicht mehr groß sein, möchte meinen. Und dann, ja, ich hab's ja schon verkündet in dieser Folge. Dann kommen wir in das letzte Level daneben für dieses Add-on hinein. Da bin ich sehr gespannt, wie da nochmal der Schwierigkeitsgrad für mich anziehen wird. Oh ja. Wir werden's erfahren. Gut, ich bin dann raus. Halte die Ohren steif. Bleib weiterhin gesund, hörst du? Mach's gut. Tschüssi.